es geht los, Leute. Wir fliegen jetzt wieder fast 10 Stunden nach Miami. Und auf der fetten Turbine steht einfach Rolls Royce. Huh? What the hell? Vamos, Maxi. Ja. Ey, Leute, wie heftig schaut das gerade bitte aus? Das sieht so aus, als ob wir irgendwie so auf einem anderen Planeten gleich landen. Das wird von Minute zu Minute krasser. Vor allem, ich habe noch nie so eine Wolkenbildung gesehen. Und diese Wolken, Digga, wie flach sind die? Das sieht aus wie so eine Scheibe. Ey, Wolken-Content, Digga, ich werde Wolkenblogger. Ey, Maxi, wir landen nicht in Miami, Digga, wir landen im Himmel, Alter. Ich habe noch nie so was Schönes gesehen. Oh, jetzt verschwinden wir in die Wolke und sehen gleich gar nichts mehr. Ja, so wird das Wetter jetzt sein in Miami. Oh, 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 oh. Sehr, sehr bewölkt, Leute. Es ist ja immer noch Hurricane Season. Ich wette, das hat irgendwas damit zusammenzuhängen. Oh, oh, Alter. Ist gerade echt schön. Okay, aber bisher eigentlich war der Flug sehr ruhig. Was sagst du, Alter? Das ist Sids erstes Mal in Miami. Wir müssen jetzt erstmal Koffer holen und durch die Passkontrolle. Wir bleiben hier insgesamt für 7 Nächte, also voraussichtlich für 2 Spiele. Und das erste ist das Finale vom US Open Cup. Hoffentlich der zweite Titel für Messi, Inter Miami vs. Houston. Der Check war gerade so entspannt, weil wir ja erst letztens in Amerika waren und diesmal mussten wir nicht nochmal alle 10 Fingerabdrücke abgeben. Wie immer am Spawn trappen. Hey, der zweite ist meiner. Der eins danach. Der da. Nee, der da, ja, genau. Hol ihn, Junge! Wir werden für den ganzen Aufenthalt wieder ein Mietauto haben, Leute. Und diesmal klappt's mit dem SUV. Oh, Digga, ein Escalade. Weißt du, wie riesig der ist? Bro, 6,2 Liter, 8 Zylinder. 420 Liter. Ja. Sid, du weißt, welches Lied wir gleich als allererstes da pumpen werden. Ich weiß ganz genau, welches Lied. Alter! Junge! Stell dich mal bitte daneben an, Digga, guck mal. Guck dir das mal an! Scheiße, Alter Junge! Und weiter nach hinten geht's wieder, wie heftig schaut auch von hinten. Boah, Maxi, das ist die geilste Perspektive. Guck, boah, Alter! Warte, wir müssen erstmal Kofferraum aufmachen, Digga. Alter! Bro, guck dir das mal an! Digga, ich kann nicht schlafen, wir brauchen gar kein Airbnb. Ach, da sind nochmal extra Sitze. Oh mein Gott! Alter, schau mal, was für ein Luxus-Premium-SUV das ist. Da ist auch mal krass, krass, das ist, ja. Guck mal an, wie geil. Scheiße. Das ist aus Leder und elektrisch und so. Schau mal, Display auch voll modern. Das ist ein richtig neuer. In Deutschland mit so einem Wagen, Maxi, man wäre der größte Motherfucker. Ja, unnormal. Bro, mein Herz klopft einfach, ich hab Gänsehaut. Das sind die bequemsten Sitze, auf denen ich jemals saß. Schau mal, da drin sind Lautsprecher, Bruder. Ich übertreibe nicht, das ist so chillig, Mann. Ich schwör, es ist aber echt so, Alter. Das ist... Return, Exit. Sieht richtig, Maxi, der hat richtig Power, ne? Sid hat sich jetzt einfach nach hinten gesetzt. Und, wie ist es? Ey, das ist so geil, ohne Scheiß, Mann. Ich schaff alles, Alter. Display, Alter. Bruder Maxi, no joke, das Lenkverhalten ist so geschmeidig, so leicht wie so eine A-Klasse. Und jetzt ist es soweit. Jetzt pump es. Oh, Digga. Die Anlage muss gleich hin. Alter. Besser als ein Ferrari. Ey, was sitzt hier? SUVs! Pull up in SUVs! Wir fahren gerade auf Downtown Miami zu und Luciano wäre so stolz auf uns. Absoluter 10 von 10 Wagen. Guck mal, wie es aussieht. Alter, guck mal. Ey, unser Apartment, Digga, ist auch genau hier, Bro, bei den ganzen Wolkenkratzern. Ach, krass, also hier drinnen irgendwo. Das sieht doch immer so geil aus, wenn man durch diese Brücken fährt, Digga, und diese ganzen Überführungen und schon mal so ein GTA-Style, Alter. Ja, doch. Was ist denn das für eine moderne Tram, Bruder? Sind wir in der Zukunft, oder was ist hier los? Digga, das ist wie im Film einfach. Digga, das Wasser, schon mal, Maxi, so ein Fluss auch. Richtig geil. Ach krass, ja, hab ich gar nicht gesehen, Alter. Und schon sind wir da und unser Airbnb befindet sich in der 50. Etage. Wie geil, Mann. Da gibt's so einen richtigen Rezeptionsbereich auch und das ist wie in so einem Hotel eigentlich. Es gibt auch eine Pool-Area, Gym, richtig, richtig nice. Einfach in der allerletzten Etage sind wir. Ich bin wirklich sprachlos. Normalerweise wäre das hier viel, viel teurer, aber dadurch, dass wir uns gerade in der Low-Season befinden, konnten wir uns sowas Krasses rauslassen. So, ich befinde mich jetzt hier im Eingangsbereich, Leute. Hier ist noch so ein bisschen Ablagefläche. Wir machen jetzt eine richtige Wohnungstour. Ich glaube, knapp 100 Quadratmeter haben wir hier. Hier haben wir ein Schlafzimmer schon mal. Oh, noch nicht so viel von der View spoilern. Die zweite, zack. Boah, das Wichtigste ist, dass alles richtig sauber ist und das sieht hier richtig, richtig gut aus. Auch hier eine kleine Duschkabine, perfekt. Das ist dann wahrscheinlich mein Schlafzimmer, wenn ich mir das ausnehmen darf, Maxi.
Boah, Junge. Schau. Ey, das wird tagsüber richtig geil aussehen. Schau mal, da ist die Meereinbuchtung. Guck mal, da. Ach so. Das ist alles Wasser. Hier ist auch ein Badezimmer quasi im Schlafzimmer integriert. Okay, das ist abgesperrt. Schrank. Geil, Mann. Ich hab so eine Badewanne. Boah. Das ist richtig Premium, oder? Ey, du hast ja hier ein Big Shit. Bruder. Ich glaub, hier ist so eine Whirlpool-Funktion, gell? Ja. Schau mal, da sind Düsen. Geil, oder? Jo. So, und jetzt noch das Wohnzimmer. Alter. Maxi, ich muss eigentlich noch hier komplett Licht ausmachen, damit man die View sieht. Oder wir zeigen das mal so. Die können auch nicht entspannt. Schau mal, auf den Sitz einfach hier noch. Oh, und dann hier die Aussicht genießen. Essen auch noch. Wir müssten eigentlich mal für den Vlog einmal zusammen kochen. Und auch hier eine Küche. Richtig geil. Was? Alter, was ein Penthouse, Mann. Das ist ehrlich krass. Da ist eine Terrasse sogar noch, ne? Überall diese View. Oh mein Gott, wir müssen auf diese Terrasse drauf. Wie kommt man da raus? Guck mal die View an. Alter, was ist das für eine Aussicht? Aber es ist doch schon wieder so schwül, ne? Boah. Man kriegt direkt so eine Heatwave ab. Bitte guck es mal an. Da sehe ich schon. Ey, man hat aber schon ein bisschen, Maxi, halt das Handy bitte fest, ne? Man hat schon ein bisschen Höhenangst. Genau da unten an der Kreuzung stand ich und hab gefilmt. Junge, ich hab... Ey, das ist ja ein das geile Airbnb. Ja, so ist dann der Vibe am Abend. Maxi, ich würde sagen, wir machen uns ein bisschen fresh und dann gehen wir direkt essen. Das Realtrikot ist für einen Gewinner von euch vom letzten Vlog. Und das erste, was hier aufgehangen wird, ist natürlich das Messi-Miami-Trikot. Leute, als ich letztes Jahr das allererste Mal in Miami war, war ich genau in diesem Hotel, wir sehen es von hier oben. Sid und ich sind dermaßen geflasht. Wir haben gerade locker 100 Mal gesagt, oh mein Gott, wie krass, 10 von 10 und so. Boah, danke Leute für alles. Ich hoffe, ihr enjoyt wieder den Vlog. Uff, da checkt gerade ein All-Black GT3 ein. Dieses Gebäude sieht auch richtig sick aus, so in Rot. Genau vor uns ist so ein Car, was ich das letzte Mal gemietet habe. Sein Fuß hängt einfach da außen draußen. Ey, Junge, Mann, schau mal, wie groß der ist. Ich zeig jetzt Maxi mein kubanisches Stammrestaurant hier, Puerto Sagua. Wir haben beide jeweils ein Viertel Hähnchen bestellt mit Reis und gekochte Bananen. Das erste Mal, dass du solche isst, oder? Ja. No cap, wir haben unter 3 Minuten auf das Essen gewartet. Maxi, die Zuschauer kennen meine Meinung schon dazu. Absolute 11 von 10, wirklich. Ist erstmal das Hühnchen, Reis, auch hier brutal lecker. Und noch die Kochbananen dazu, alles auf einer Gabel, ja bitte. Wie alles auf einer Gabel? Ja, ja, hau die Bananen direkt noch dahinter her, ja. Warte noch mit Feedback. Und das sind schwarze Bohnen, magst du? Nee. Oh Mann. Boah, aber das schmeckt gut, das schmeckt saugut, Junge. Die Bananen schmecken geil. Ich sag doch. Hä? Wie kann das überhaupt zusammenpassen mit Bananen, Hähnchen, Reis, Alter? Das ist ganz typisch für Lateinamerika. 10 von 10. Geil. Wir gönnen uns jetzt, wir haben heute fast gar nichts gegessen, auf euch. Hey, wir haben locker einen Guinness World Record aufgestellt, wie schnell wir das gerade verspeist haben. Problem ist auch gerade, dass die schwarzen Bohnen aus dem Auspuff auch langsam rauskommen. Oh. Wir spazieren jetzt hier noch am berühmten Ocean Drive entlang. Maxi kennt das ja alles nur von meinen Vlogs und wir verdauen ein wenig. Maxi, erster Eindruck von Miami? Also ich sag vom ersten Eindruck her von den ganzen Städten, wo wir jetzt waren in Amerika, ist Miami bis jetzt das Beste. Krass. Aber ja, ich liebe es auch hier. Ich hoffe, wir haben auch Glück, dass es tagsüber nicht zu krass bewölkt ist, dass wir ein bisschen Sonnenschein abbekommen, weil so am Strand und so, das sind auch diese anderen geilen Vibes. Die Polizeiautos hier auch. So, einfach so einen fetten Range Rover, oder? Wir checken gerade hier diesen geilen Sneakerladen aus. Und der Mitarbeiter hat sich gerade gefragt, von wo meine Hose ist, weil er die richtig cool findet. Ich meine so, hey, das ist die Brand von einem Kollegen von mir. Er so, hey, very cool. Alter, Maxi, was sind das für Schuhe? Von so einem Transformer oder was? Hier sind diese ganzen Bären wieder, Leute. So end viele Hype-Pieces. Auch in so einem uralten Nike-Karton. 1985, Alter, die sind safe so teuer. Ja, ja. Und solche Retro-Spielautomaten am Start von Supreme, das habe ich noch nie gesehen. Hä? Das habe ich auch noch nie gesehen. Einfach die Ska von Fortnite als Nerfgun. Vor allem, Maxi, wir haben irgendwie 22 Uhr an einem Montag und wir haben auch einfach alles in Miami, ist 10 von 10, Leute. Schau mal, auch so goldene von so einem Künstler. Hier ist schon wieder so ein Supreme-Laden, ne? Jetzt fährt Sid das erste Mal. Wie riesig ist bitte auch dieses Mittelfach? Schau mal, wie so ein Schrank einfach. Wir pumpen jetzt mal das Lied Miami von Will Smith. Yeah! Yeah, yeah, yeah. South Beach, bringing the heat.
Da sieht man schon wieder diese fetten Villen, die sich direkt am Wasser befinden. Und da ist dieses YouTube-Haus, Leute, was auch so transportabel auf dem Wasser ist. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Land at the heinous, gangbangers in cold heat. Maxi und ich können uns jetzt auf ganz entspannt noch einen Film auf Netflix und dann schlafen wir uns erstmal in Ruhe aus, kommen auf die Zeitverschiebung klar, weil hier sind es ja jetzt 6 Stunden früher und dann genießen wir die ganze Woche und ihr seid dabei. Guten Morgen, Freunde. Ich melde mich hier mit dem pinken Elevate-Shirt passend zu Inter Miami. Die Matratze war wirklich 10 von 10 bequem und ich habe gerade eine XXL-Folge Podcast aufgenommen zusammen mit Tone. Und schaut euch mal hier die Aussicht an bei Tag. Eieiei, jetzt kommt auch so ein bisschen blauer Himmel durch. Aber generell wird es wahrscheinlich wieder sehr bewölkt sein die ganze Woche lang. Checken wir jetzt auch nochmal ab, was Maxi hier macht. Oi, machst du ein Nickerchen, Bro? Hallo? Der schläft? Digga, als ob du nicht davon wach wirst. Ich tu mein Handy auf deine Nase schlagen. Hallo, Maxi. Wach werden. Digga, gönnst du dir hier einen Mittagsschlaf, Alter, auf dem Schlafsack? Bruder, jetzt ist auch Sonne draußen, ne? Richtig geil. Hier da unten das Wasser sich spiegelt. Boah. Oh, da oben ist sogar so ein Whirlpool auf der Dachterrasse. Hammer. Für heute steht ein cooler Tagesausflug auf dem Plan. Und zwar fahren wir zum südlichsten Punkt der USA. Von hier braucht man 3 Stunden dorthin. Und ich hatte das gar nicht auf dem Zettel. Ich dachte immer, der südlichste Punkt von USA ist da unten oder so. Aber nein, Leute. Guck mal, man muss da über diese Straße fahren, so komplett übers Meer. Und dann an diesen ganzen kleinen Inseln vorbei. Und dann kommt man da an bei Southernmost. Auf die entspannte Autofahrt können wir uns auch freuen. Wir gehen jetzt erstmal etwas frühstücken. Lecker. Der Mann gönnt sich erstmal eine kleine Guten-Morgen-Runde. Hier stehen auch ein paar Yachten rum und unser Apartment ist ganz da oben. Wir können hier so ein bisschen am Wasser entlang laufen. Ey Maxi, dir ist schon bewusst, wir werden einfach heute quasi in der Karibik sein, auf diesen Inseln. Man kann sogar vom südlichsten Punkt aus auch direkt auf Kuba blicken. Bist du ready oder was? Für den SUV? Hier stehen auch schon wieder einige von denen rum. Hey, überall, soweit das Auge reicht. Bei unserem Tower gibt es auch Wallet Parking Service. Das heißt, man gibt die Schlüssel ab und dann fährt das jemand für einen vor das Auto. Was sind das eigentlich für massive Säulen, die das Hochhaus hier halten? Thank you, man. You're welcome, I appreciate it. Thank you. Okay, so krass. Jetzt auch tagsüber. Ey Leute, wir entdecken gerade immer mehr Features bei dem Escalade. Erstmal, dieser Spiegel hier ist größer als meine Existenz. Wir haben auch noch Panoramadach, Digga. Guck mal, Alter, er ist noch viel geiler. Oh mein Gott, wie weit geht es nach hinten, Maxi? Guck mal, geht an, bis... Alter. Boah, schau dir mal dieses Panoramadach an. Kleiner Soundcheck auch. Man merkt halt, das Auto ist extrem schwer, ne? Der zieht jetzt nicht heftig, aber er hat schon Power. Wir haben jetzt einfach random eine Raststätte gehalten. Hier ist eine Bäckerei, Havanas Bakery, ein Barbershop noch. Da sehe ich dich eigentlich, Maxi, der macht safe gute Seiten darin. Und wir haben uns El Ramalito Restaurant ausgesucht, kolumbianische Küche. Hier sind halt fast ausschließlich nur so Latino-Läden. Aber sieht jetzt nicht so einladend aus, aber Hauptsache es schmeckt. Hola! Ich habe mir das Grilled Steak bestellt, auch wieder mit Kochbanane und Salat. Und Maxi probiert den kolumbianischen Burger aus. Suave, suavecito. Lito poquito. Erling Haaland hatte ein Fotoshooting, wo er als Wikinger verkleidet wurde. Ihm steht aber wirklich unnormal dieser Stil mit seinen langen Haaren. Angeblich ist Barca interessiert, Florian Wirtz nächsten Sommer zu verpflichten. Den Transfer würde ich schon heftig fühlen. Was hast du da bestellt? Grilled Steak. Bruder. Es geht nicht, Maxi. Ich nehme es gleich in die Hand, Alter. Ich meine es ernst. Was? Boah, sowas mag ich gar nicht. Fleisch ist saftig, aber es ist halt enthart, Digga. Hast du gesehen, wie es denkt? Das sieht irgendwie so trocken aus. Oder so ein bisschen wie so gummilastig. Ja, das beschreibt es gut. Wie so Gung-Gung-Fleisch. Frucht. Teufelsfrucht. Ruffy. 1 bis 10. 2. Das sind Frikadellen. Zweitens geht der Burger auseinander. Drittens schmeckt. Also meins eigentlich ganz nice. Mein Kiefer ist halt gleich ausgerenkt vom Kauen, weil es so Gummi ist. Aber besonders lecker. Die Brücken, über die wir jetzt fahren, gehen teilweise Kilometer lang. Man fährt quasi wie so über Schienen auf dem Wasser. Ihr kennt alle bestimmt die Route 66. Aber jetzt müssen wir 106 Kilometer auf der Route Nummer 1 bleiben. Lul. Da war gerade eben auch so ein Warnschild, dass sich hier Krokodile befinden. Hey, wie cool, das sind so kleine Flugzeuge. Die habe ich immer gerne bei GTA geklaut. Ach, das ist doch so entspannt. Ich schaue gerade Barca, aber die sind gerade 1-0 hinten gegen Mallorca.
Und Messi befindet sich wieder im Training. Inshallah spielt er morgen. Bro, wer wohnt da bitte? Der macht einen eigenen Pool. Ja, der hat so einen Pool draus gemacht, ja Mann. Und immer wieder dazwischen kommen so kleine Inseln, wo einfach sich nichts befindet. Wobei, da steht sogar so ein kleines Boot. Perfekt, wir fahren einfach komplett in den Sturm da hinten rein. Wir sind angekommen beim südlichsten Zipfel von der USA. Und hier in der Stadt sind auch so ganz viele Fischrestaurants. Maxis Leibspeise. Ja Mann, Digga, ist einfach hier so ein... Was ist das für eine fette Pfütze hier, Digga? Alter, weißt du, was hier abgeht, wenn hier mal so ein richtig fetter Orkan ist? Und dieses Teil, das ist die berühmte Markierung von Southernmost. Okay, das Wasser ist schon wieder komplett. Es ist zu bewölkt, dass man da hinten Kuba sieht. Riecht hier sehr fischig. Wasser ist auch, ja, sehr dreckig. Also eigentlich sehr unspektakulär. Wo ist denn Kuba? Ja, man sieht's nicht, Digga, ist zu bewölkt, Mann. 90 Meilen nach Kuba. Ja, also dafür sind wir jetzt 3,5 Stunden hergefahren, ne? Voll geiles Ambiente hier, Digga. Schön die Karibik springen. Wir fahren jetzt da vorne ums Eck zu so einem Strand. Das sieht eigentlich ganz nice aus, wenn die Sonne scheinen würde. Du bist so ein Leguan. Was hast du da für einen Move gemacht mit deiner Zunge? Willst du das Baby jetzt machen? Ja. Immerhin kommt jetzt ein wenig die Sonne raus. Maxi, komm, lass mal auf die Bank da hocken, ein bisschen genießen. Bro, das sieht schon nice aus, Digga. Sehr chillig. Immerhin sieht es hier so ein bisschen nach Karibik aus. Aber das, was die Frau macht, mache ich auch gleich bei den Palmen. Oh Maxi, da ist ein Salamander. Da war ein Salamander. Hier ist es ja wirklich Karibik, gell? Schau mal, Alter, sieht hier richtig fresh aus. Bro, lass mal gucken, wie warm das Wasser ist. Ich gehe mal mit den Füßen rein, okay? Boah, was ist das? Ist richtig warm, Maxi. Boah, ist richtig chillig. Ich kann so anstrengen. Cool aus, Maxi? Komm mal her. Brauchst du nur noch so eine Kokosnuss jetzt in der Hand, Digga. Weißt du, wie fucking anstrengend das gerade ist? Ich muss richtig Spannung halten. Was ist denn das für ein Laden, Digga? Mit dem fetten Skelett. Heute ist nicht unser Tag. Das bestbewerteste Restaurant hier in der Umgebung hat zu und ist irgendwie in Ferien. Hier ist so ein Souvenir-Store, wo nur so Chicken drin ist, Digga. Und hier kommt man nur rein mit Barbie-Uniform. Ach so, das ist ein Massagesalon. Oh ja, Happy Hour. Bro, das sieht aber irgendwie auch so ein bisschen verlassen aus. Also so viele Touristen haben die nicht. Ich sag halt so zu Sid, ey, lass hier in das Restaurant, das sieht voll cool aus mit den Aufstellern. Auf einmal sehe ich das jetzt, das ist eine Zigarrenbar. Und das Ding soll auch eine darstellen, die da oben so blüht. Ole, ole, ola, cara dias, quiero más, argentino. Habibi, hier müssen wir rein. Es gibt argentinische Steaks hier. Und den besten Mojito, aber ich trinke ja eh nichts mehr seit Monaten. Lol, als ob hier Zuschauer sind. Natürlich. Beim südlichsten Punkt von USA. Geil. Das Essen sieht hier aber wirklich aus wie eine 10 von 10 mit dieser Blüte noch. Maxi hat auch eine Blume. Probier mal. Was hast du da so? Chicken mit Pasta irgendwie. Oh, lecker. Boah, Alter, wie das Käse da auch noch runtertropft. 1 bis 10. Ja, schmeckt gut. 7, 8. Ich habe argentinisches Ribeye bestellt. Eine sehr stabile 9, Bro. Echt? Richtig lecker. Also ja. Wirklich stabile 9. Kartoffeln super, Fleisch top. Aber was sind auch von Argentinien erwarten? Immer Gold. Wie geil, so ein alter Chevrolet Camaro. Und das Auto da drüben sieht so aus, als wenn es so hüpfen könnte. Anton befindet sich bereits in Schale. Denn es ist Matchday und als allererstes gehen wir kurz an den Strand. SUVs, ja. Diese Taxen, Maxi, geben mir auch immer so GTA-Vibe. Ja, voll. Bro, das Geilste ist hier auch, dass es einfach purer Sandstrand ist. Ne? Da sind keine Algen. Sehe ich, oder. Hier fängt hier schon an. Ja, es ist endgeil. Am berühmten Miami Beach. Und, was sagst du? Bro, das ist hier komplett einfach nur ehrlich Sand, hä? Aber sei mal ehrlich, viel besser als in Los Angeles. Ja, viel cleaner. Ja, finde ich auch. Richtig geil. Jetzt gehen wir kurz zu diesem Bademeisterhaus und schießen da ein paar Insta-Bilder. Diese Krise, Digga. Ja. Kleiner Watercheck, damit Maxi auch sieht, wie warm das Wasser ist. Da kannst du easy reingehen. Natürlich, ja, das ist null kalt. Auch ziemlich nice, wie viele Leute hier trotzdem am Strand sind. Obwohl es ziemlich bewölkt ist immer noch.
Nach der aktiven YouTube-Karriere werde ich auf jeden Fall Bademeister. Baywatch. Hier kommt ein Bild richtig cool. Seid ehrlich, Leute, mies cool mit der Taube noch. Ganz kurz Werbeunterbrechung. Das heutige Video ist gesponsert von der besten Fußball-App OneFootball, die App, die ich tagtäglich benutze, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben im Weltfußball. Da im Hintergrund ist gerade das Scarface-Gebäude. Bei der Startseite sehen wir direkt die wichtigsten Nachrichten. Hier zum Beispiel Alaba hat sich leider wieder verletzt. Ey, der hat echt mit vielen Wehwehchen gerade zu kämpfen, schon auf letzte Saison. Gegen Las Palmas, Brahim schießt Real Madrid zum Sieg und am Barca vorbei. Ey, ich habe schon wieder so Karma kassiert, Digga, fürs Auge machen. Wir sind nicht mal 3-4 Tage an der Tabellenspitze geblieben. Natürlich kann man auch nach einzelnen Spielern suchen. Hier können wir mal auf Mbappé klicken und dann können wir uns wirklich alle Statistiken über ihn uns reinziehen. Wie viele Zweikämpfe gewonnen hat, wie viele Pässe er schon insgesamt die Saison gespielt hat. Alles drum und dran und dann werden spezifiziert auf ihn auch Videos uns angezeigt oder natürlich auch News. Mbappé zu Real, Tebas zu 70-80% sicher. Ja, es muss passieren, Freunde. In der App können wir uns auch offizielle Highlights anschauen. Hier zum Beispiel von der Eredivisie oder von der Serie A, Premier League. Außerdem kann man bei OneFootball auch ausgewählte Spiele sogar streamen. Das Ganze per Einzelpreis, hier in dem Fall zum Beispiel für 2,49 € einmalig. Sprich, man schließt auch kein Abo dabei ab. Das ist auch ein cooles Feature, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich nur ein, zwei Highlight-Spiele gucken möchte diese Saison. Und das ist eigentlich meine Lieblingsfunktion. Bei Profil können wir nämlich unseren Lieblingsverein hinzufügen und dann bekommen wir nur noch darauf spezifiziert Informationen angezeigt. Wir können die Tabellensituation abchecken, Videos über unseren Verein uns anschauen, Transfergerüchte, das ist dann eher im Winter und im Sommer interessant, oder natürlich auch die ganzen Nachrichten. Hier Lamine Jamal, warum er bei EA Sports FC 24 fehlt, ja, weil er halt noch 16 ist, wird dann wahrscheinlich bald erst reingepatcht. Und kurz vor den Spielen schaue ich mich hier natürlich auch immer die offiziellen Aufstellungen an oder halt auch die Halbzeitstatistiken. Also Freunde, checkt meinen treuen Partner OneFootball ab, Link dazu ist oben in der Videobeschreibung und jetzt weiter geht's. Dreimal dürft ihr raten, wo wir jetzt essen gehen, damit wir mal ein bisschen Abwechslung wieder haben. Ah, nee, es hat einfach zu gut hier geschmeckt. Wir haben wieder Bock drauf. Oh, Digga, jetzt wieder Kochbananen snacken. Boah, krass, das Restaurant gibt es seit 1968. Hier war halt wirklich schon Al Pacino und so essen. Leute, Maxi hat halt kein Scarface gesehen. Nee. Digga, du hast was nachzuholen. Wir haben eigentlich genau das gleiche wie beim letzten Mal. Reis mit Kochbananen. Diesmal haben wir aber kein Chicken, sondern Rinderfleisch. Einmal in gehackter Version. Und hier noch mit so Steak-Käppchen. Ich will aber auch was von deinem haben. Alter, wie smooth habe ich das gerade um die Gabel gewickelt. Das ist ziemlich ordentlich verdient. Mit Reis, komm, hau alles hier rein. Mit dieser Soße, anderssaftig, ne? Mmh. Und den Reis noch dahinter. Was würdest du sagen, ist hier das Leckerste? Ich finde fast der Reis, ne? Der Reis ist schon sehr, sehr gut. Mmh. Leute, ich habe ja früher mit Massi zusammen gewohnt, Grüße an ihn. Der ist Afghaner. Und afghanische Küche, die haben auch so einen Reis. So fast wie so nudelig schmeckt das, Digga. So, das geht so in den Magen runter. Nein, aber das ist einfach geil, der Reis. Ja, komm. Das schmeckt halt Real Talk so, als ob wir jetzt gerade irgendwie in so einem kubanischen Dorf sind, random zu irgendeiner kubanischen Mama reingehen und die uns das für uns zu Hause zubereitet. So, Leute, schaut mal. Die Brücke fährt gerade runter. Ist wahrscheinlich gerade ein Schiff durchgefahren. Ich habe jetzt Maxi rausgelassen beim Apartment und ich bin das allererste Mal jetzt ganz alleine im Auto unterwegs. Und für mich geht's nun zum Spiel. Wir brauchen 1 Stunde 14 Minuten dorthin. Der Rolls-Royce SUV kommt aber auch ganz böse. Oder der da, ein ganz schwarzer Urus. Ey, was ist das eigentlich für ein Scam-Wetter in Miami? Was geht denn bei dem Dude unterm Auto für eine LED-Party ab? In Amerika ist einfach jeder Schnickschnack legal. Endlich bin ich da. Das ist das erste Mal, dass ich hier ankomme, wo es schon Nacht ist. Hoffentlich schafft es heute Inter Miami, den zweiten Pokal ihrer Vereinsgeschichte zu gewinnen und insgesamt schon der 45. Titel für Lionel Messi. Es geht schon wieder los. Alle haben sie Trikots von Leo an. Oh mein Gott, Digga, ich lächle gerade komplett in diesen Schlamm. Alter, was ist das denn bitte für eine Riesenpfütze? Der Trainer meinte gestern Abend bei der Pressekonferenz, dass sie dann spontan schauen werden, wie Leo sich fühlt, ob es für die Startelf reicht. Aber auf jeden Fall zur zweiten Halbzeit kommt er dann spätestens rein. Es gibt noch eine andere Breaking News. Willi hat endlich einen neuen Verein gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Er kehrt zu seinem Jugendclub 1. FC Nürnberg zurück. Ist zunächst für die U23 eingeplant, aber ich denke, der wird sich bestimmt in die erste Mannschaft auch hochkämpfen wollen. Ah, das T-Shirt fühle ich auch. Der Goat. Oh, Leo Messi. Just the football. Ole, ole, ole.
Ich tippe 2-1 für Inter Miami und Messi macht das zweite entscheidende Siegtor. Und der heutige erste Blick ins Stadion. Here we go. Boah, Alter, hier ist alles so zugeregnet. Leute, ich komme genau hier unten am Rasen raus. Oha. Oh, die Startelf, Leute, wird jetzt genau vorgelesen. Oh, bitte spielt Leo direkt von Beginn. Das sind ja bosshafte Plätze. Die haben nochmal so eine extra Reihe. Uiuiuiui, wir kommen genau 10 Minuten vor Anpfiff an. Geht direkt los. So. Oh mein Gott, Leute, wenn Messi gleich hier dribbeln wird. Was eine Sicht aufs Feld. Okay, wie vermutet, startet Leo erstmal von der Bank aus. Alba ist leider auch noch nicht hundertprozentig fit geworden. Busquets dafür ist in der Startelf. Nein. Warte mal, das darf nicht wahr sein. Er ist nicht mal auf der Rampe. Nein! Oh mein Gott, ich lese hier! Tanz nicht im Squat! Ich bin doch jetzt nicht wirklich 10.000 Kilometer hergeflogen, damit Messi nicht mal im Kader ist. Was für ein Pech, Bruder! Ich bin so im Loch, so im Bruch. Ich gehe am Wochenende ja noch auf ein zweites Inter Miami Spiel. Ich hoffe, er ist dann wenigstens dort da. Was geht hier auf einmal ab? Die Lichter gehen aus. Es ist so cool, aber Leo ist nicht da. Mann, ich weine gleich. Und da ist er, der Pokal, um den heute geht. Und die Mannschaft kommt rein. Vielleicht sitzt Leo irgendwo da mit seiner Familie. Müssen wir gleich mal schauen. Alter, hier geht es endab. Schaut mal, wie viele rosa Rauchfackeln da am Start sind. Auch hier, da hinten im Block von den Ultras. Eieieiei. Ja, man erkennt was gar nichts mehr. Oh, immerhin ist Busquets da. Hey! Egal, Leute, wir machen jetzt das Beste draus. Das ist für ein geiles, goldenes Di Maria-Trikot, Mann. Mann, ich check's nicht. Er war doch sogar gestern noch im Training. Aber die haben auch in der ersten Zeit voll übertrieben, ihn so viel einzusetzen. Er hatte in 44 Tagen 12 Spiele, Leute. Und das ohne Preseason. Seine Preseason war quasi dieser Leagues Cup. Ich hab ihn gespottet, Leute. Da sitzt Leo neben seiner Ehefrau, neben Antonella. Vorne ist, glaube ich, Thiago, sein Sohn. Genau heute habe ich auch noch die besten Plätze, die ich bisher hier hatte. Schaut mal, wie nah wir sind. Taylor verliert den Ball. Oh, das war schon ein böses Foul. Hey! Seht ihr erst jetzt? Messis Bodyguard ist natürlich wie immer auch am Start. Der Typ neben mir beobachtet Messi mit einem Fernglas. Das ist natürlich auch sehr smart. Tja, was hat denn sein Handy bitte für eine heftige Zoom-Funktion? Oh oh. Das klingelt. Oi! Was? Oh mein Gott, was für ein heftiger Torwartfehler! Also Houston spielt deutlich besser als Inter Miami. Einige Chancen, ja, gut gespielt. Boah, was eine Hütte, mein lieber Scholli, Alter. Traumtor, aus Spitzwinkel. Messi fühlt sich machtlos da außen. Oh Mann, ey. Was für ein Strich ins Vorteck. Kann man eigentlich Kellner kaum einen Vorwurf machen. Weil er hatte damit 140 km/h reingeknüppelt. Bis jetzt, no Messi, no Party. Ganz traurige Gesichter hier auch neben mir. Oh, kein Abseits. Starke Grätsche, kein Foul. Was? Bist du bescheuert? Das war doch kein Elfmeter. Der hat komplett den Ball gespielt. Nein. Ich hoffe, es gibt hier, ja, das war zu 1.000.000% Ball. Der 31. Minute. Also wenn es entweder gibt 2-0 vielleicht für Houston. Das ist der größte Vollbruch in meiner Stadionblock-Karriere. Ich reise zu einem anderen Kontinent wegen einem Spieler, der nicht spielt. Und dann sind wir mit 2-0 hinten so viel. Wir rufen hey, Junge, was soll noch sein? Anscheinend gibt es echt kein Videoassistent. Ja. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Oh Mann. 2-0! Gute Fix, Alter! Meine Güte, ey! Es ist Halbzeit!
Messi steht auf, geht direkt in seine Loge hinein. Mich würde es echt interessieren, ob Messi jetzt auch in die Kabine geht, um die Spieler zu motivieren und denen eine Ansprache hält, weil die sind halt wirklich komplett im Loch. Zuschauer sehen aber auch alles andere als optimistisch aus. Der Typ hadert auch mit seiner Freundin gerade. Laune ist hier sehr im Keller. Gerade ganz krass aus mit den Scheinwerfern. Yeah. Und da kommt Leo wieder raus. Es geht weiter. Schauen wir mal, ob sie es noch drehen können. Er kommt gut. Nicht drin. Kopfball von Martinez. Ganz knapp. Und 3-0. Messis Kinder sind auch richtig traurig schon mal. Boah, Thiago ärgert sich auch richtig. Richtig viele Zuschauer fangen schon an, nach Hause zu gehen. Da auch. LOL! Das Tor zählt nicht! Okay, es bleibt noch bei 2-0. Bisschen minimal Hoffnung besteht noch. Es passiert, Leute, es passiert! Er schießt. Nee. Nein, Schiri pfeift ab, Leute. Das war's. Oh, es gab echt doch mal Hoffnung gegen Ende. Oh, schade, Leute. Aber war gegen Ende echt noch mal ein sehr geiles Finish. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat der Vlog trotzdem gefallen, auch ohne Messi. Hoffen wir einfach, dass er dann am Wochenende spielt, wo wir dann auch wieder am Start sind. Max und ich haben auf jeden Fall noch viele coole Sachen geplant für die Woche. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst einen Prost-Daumen, Mitleidsdaumen nach oben da. Haut rein und ciao.